Hallo meine Lieben, heute geht es weihnachtlich weiter, diesmal mit dem Weihnachtsmann und Geschenken. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein Lack eurer Wahl. Ich habe jetzt so einen glitzernden Lack genommen, dann einen Roseton für das Gesicht des Weihnachtsmanns, dann Rot, Weiß und Schwarz, sowie einen schmalen Pinsel und ein großes Dotting-Tool und eventuell noch Glitzersteinchen. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt alle meine Fingernägel mit diesem Glitzerlack lackiert, außer den Ringfinger. Den habe ich in einem nudefarbenen Roseton lackiert und da kommt jetzt auch unser Weihnachtsmann drauf. Und dann nehme ich den roten Lack und ziehe einfach hier, als würde ich mir den Nagel normal lackieren, so ein bisschen rot drauf. Das ist nämlich die Mütze. Mit dem großen Dotting-Tool und Weiß werden dann hier Punkte gesetzt. Das ist der typische Rand von der Weihnachtsmütze. Und mit meinem schmalen Pinsel ziehe ich dann hier am Rand das Weiß noch runter. Das ist so der Backenbart vom Weihnachtsmann. Und hier unten, das ist auch alles Bart. Das wird alles weiß. Kleinen Ende vom Dotting-Tool werden jetzt hier noch die Augen gesetzt, auch erstmal mit Weiß. Mit Schwarz werden hier die Pupillen noch reingesetzt. Und der Mund. Schon ist der Weihnachtsmann fertig. Und auf die anderen Nägel kommt mit Weiß und dem schmalen Pinsel jeweils ein Geschenk drauf. Dazu wird eine Linie gezogen, dann hier nochmal eine Querlinie und dann kommen hier die Geschenkschlaufen rein. Durch das Licht sieht man das nicht ganz so gut, aber hier ist die fertige Schleife zu sehen. Zum Abschluss nehme ich mir noch solche Glitzersteinchen von Essence und eine Pinzette, um die aufzunehmen. So sieht das fertige Weihnachtsdesign dann aus. Also ein Weihnachtsmann auf dem Ringfinger und Geschenke auf den restlichen Fingern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal.